Das hat Lena genommen. Ich hab's genau gesehen. Spinnst du? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich bin doch nicht bescheuert. Du kannst ja nicht einfach behaupten, dass ich... Hey, Lena. Warte bitte. Ich kläre das mit Max, okay? Aber ist doch wahr. Ich lass mir sowas doch nicht einfach anhängen. Lena, bitte. Ich verstehe deine Wut. Trotzdem. Warte kurz hier im Auto. Und wir zwei steigen jetzt mal aus. So, Max. Jetzt versuch dich doch mal genau zu erinnern. Was ist passiert, als ich weg war? Also, ich bin ausgestiegen, hab das Portemonnaie auf dem Sitz liegen lassen. Und dann? Ich hab das Geld rausgenommen. Warum machst du sowas? Was hast du dir dabei gedacht? Hatte das irgendwas mit dem Computerspiel zu tun, das du gerne haben möchtest? Du musst das unbedingt haben. Es ist halt cool und so. Ich verstehe. Und wenn du dieses coole Computerspiel hättest, dann fänden deine Freunde dich auch cool. Ja, kann ich ja verstehen, aber vielleicht kannst du mich auch verstehen. Ich vertraue dir, Max, aber wenn du mich beklaust und anlügst, dann enttäuscht mich das. Das zerstört mein Vertrauen in dich. Wie willst du denn jetzt Lena gegenüber damit umgehen, dass du sie zu Unrecht beschuldigt hast?